Leute, Artikel 13, jetzt 17, has passed. Jeder weiß es wahrscheinlich schon, ne? Was das bedeutet und so. Ja, ich habe noch nie ein Video drüber gemacht, deswegen wollte ich mich jetzt mal dazu melden, ja. Es wurde auch mal Zeit eigentlich. Ja, und die Sache ist nämlich, ja, Axel Soos, Fof, der dieser verdammte man kennt ihn. Ja, ihr wisst ja, er ist ja hauptsächlich dafür verantwortlich. Ja, deswegen habe ich ihn auch so schön ins Thumbnail reingepackt. Ja, seht ihr es nochmal in groß. Es war sehr viel Mühe. Photoshop ist ein Job. Und ja, Leute, jedenfalls, wie sieht's denn jetzt aus? Was denke ich eigentlich darüber? Naja, ich denke darüber, dass es nicht sein kann, dass man einfach 5 Millionen Unterschriften bei einer Petition gegen Artikel 13 und 15.000 Demonstranten in Köln, ja, auf einmal, ist ja nicht mal insgesamt, das waren wahrscheinlich, 40.000, wahrscheinlich noch mehr irgendwie, 100.000. Wie kann man das ignorieren und einfach als gekauft und fake abstempeln, ja? Weil genau das macht ja der liebe Axel Pfiff, dieser, keine Ahnung. Ja, und so viele Memes und einfach, ja, weil Memes irgendwie sind ein großer Bestandteil von meinem Leben geworden, ja. Das ist ja nicht nur alles, ne. Die Sache ist, wie werden meine Videos dann aussehen, weil irgendwie, klar, ich benutze sowieso immer urheberrechtsfreie Musik, also ohne Copyright, also Musik, die man einfach nehmen kann, gratis, einfach so. Also ich versuche zumindest immer solche zu nehmen. Die Sache ist, dieser Upload-Filter, der wird es ja wohl nicht wissen. Das war für Axel Voss. Axel Voss. Jedenfalls. Ja, es ist unmöglich einfach. Ja, weil der Upload-Filter, der müsste so ausgereift sein, dass der weiß, was gefistet wird und was nicht, dass er es nicht unterscheiden kann. Werden kann. Zumindest am Anfang nicht. Weil ihr wisst ja, das Content-ID-System, wenn ich ehrlich bin, das langt. Es reicht schon so eigentlich. Aber jetzt mit Artikel 13, 17, wie es ja jetzt heißt, aber ich nenne es einfach 13, weil jeder nennt es 13. Ja, die Sache ist einfach, ja, ohne sowas geht's einfach nicht. Ja, besonders das mit den Lizenzen, da werden Ansprüche gestellt, die eigentlich keiner erreichen kann, wisst ihr? Da braucht jede Plattform dann eine Lizenz. Ja, wir werden sehen, also ich sag nur eins, falls ihr in der Lage seid zu wählen, geht im Mai, ja, zur Europawahl, bitte geht wählen auf jeden Fall, ja. Please do it for me, because YouTube ist mein Hobby, ja, also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie nicht YouTube zu machen, weil es ist einfach mein, also man kann es nicht als Traum bezeichnen, weil YouTube als Job, also ist natürlich schon ein Traum, aber das sollte man jetzt nicht an erster Stelle setzen. Natürlich wäre es nice, also immer schön abonnieren und liken, Leute, ihr wisst's. Aber ja, einfach, ich kann einfach meine Kreativität und meine Videos einfach so hochladen. Und das ist einfach das Nice dran, dass man einfach machen kann, auf was man Bock hat. Und mit Artikel 13, 17, weiß ich nicht mal, ob mein Kanal dann noch existieren wird, weil vielleicht löscht sie YouTube dann tatsächlich. Man weiß es einfach nicht, ja. Deswegen, Leute, geht bitte wählen. Axel Voss ist ein
Also ich meine natürlich, ich kann nichts gegen ihn persönlich sagen, aber die politischen Entscheidungen sind schon sehr kritisch. Also ja, Leute, ich krieg's einfach nicht rein, wie man Deutschland noch als Demokratie bezeichnen kann, weil man wählt zwar, aber und man denkt, dass die, die man wählt, auch was tun, was man selber bevorzugt. Deswegen wählt man sie ja, aber im Endeffekt machen die einfach, was sie selber wollen und nicht die Bürger. Und ich glaube, da wäre eine direkte Demokratie wäre sogar besser, so wie in der Schweiz zum Beispiel, wo die Bürger viel mehr Entscheidungskraft haben. Wenn halt die CDU nicht so viele Sitze gehabt hätte, wäre es vielleicht auch nicht so weit gekommen. Aber die SPD hat ja sogar auch dafür gestimmt. Leute, ja. Wie gesagt, wenn ihr könnt, wählt, sorgt irgendwie dafür, dass das vielleicht rückgängig gemacht werden kann, weil es dauert ja noch 1, 2 Jahre, bis das wirklich in Kraft gesetzt wird, aber bis dahin müssen wir versuchen, weiterzukämpfen, Leute. Und wenn Axel Voss nochmal schnipst mit dem Infinity Gauntlet, dann bin ich am Ende auch weg. I don't feel so good.